Freunde der Mord von TH2 Games hier. Wir sind bei einer weiteren Folge von Golden Sun und da rennt der Hund weg, keine Ahnung wieso. Das war komisch. Wir sind gerade aus dem Merkur-Leuchtturm gelatscht. Ja, immer noch ein bisschen angeschlagen. Ja, hoffen wir mal, dass wir es alles wieder hinkriegen. Und wir können jetzt wieder Waffen kaufen, wenn ich mich recht entsinne. Schön. Ja, das war eine sehr coole und schnelle Nacht. Da bedanke ich mich bei dir, mein Freund. So, kaufen wir mal schnell Waffen. Ist das Waffe oder Rüstung? Bei den Schildschwert, das müssen Waffen sein. Ja, okay. Wir haben Geld. Breitschwert! Oh. Jägerschwert! Ivan? Nein. Streitaxt bringt überhaupt nichts, das ist mir schon klar. Keule! Nein. Rüstung! Lederrüstung. Bep, bep, bep. Jetzt haben wir endlich wieder Geldrüstungen zu kaufen. Das kriegt Ivan. Reisejacke, ja klar. Wer kriegt denn das Spieleticket? Das haben wir doch immer, ja, Garrett gegeben. Nochmal Adaptenkleider für. Ja, für Mia. Ja, das Spieleticket kriegt schon wieder Garrett. Ein Bronzeschild. Nein. Lederhandschuhe. Na, auf die drei können wir verzichten. Lederarmreif, nein. Offener Helm. Ja, die 7 können wir ruhig mitnehmen. So. Ich bin erstaunt, dass man durch einen Dungeon einfach mal so viel Geld kriegt. Das ist fuck. Das ist unglaublich. Ja, okay. Das bisschen können wir auch ignorieren. Dann müssen wir jetzt nicht direkt neue Sachen kaufen. Aber warte, hast du Artefakte? Nein, okay, du hast keine Artefakte. So, ja, wir hatten den Hermesbrunnen wieder intakt gesetzt und deswegen gehen wir jetzt mal wieder zurück nach Kolyma und kümmern uns mal darum, dass wir Tret wiederbeleben. Ja, ich habe jetzt eigentlich keine Lust auf den Kampf. Ich schau mal kurz auf den Status nach, wie viel EP wir noch brauchen. Ja, okay. Und ich werde mich in der nächsten Folge auch mal dran machen, zu schauen, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Weil wenn ja, es ist nämlich doof, weil ich habe nämlich auch nicht Start. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass uns ein Mastin fehlt. Ah, naja. Schauen wir einfach mal. Ach, können wir es jetzt eigentlich schmelzen? Ne, wir müssen es auch hier lang ziehen. Ich meine, wir haben ja jetzt Mia, jetzt können wir auch Frost einsetzen. Und damit können wir halt diese Wasserpfützen auch entfrieren. Nee, nicht entfrieren. Einfrieren. Wir können Wasserpfützen entfrieren, natürlich, Moritz, weil entfrieren ja auch ein Wort ist. Ah, Mann. Also. ist hier denn irgendwo was, wo wir hoch können? Sieht nicht so aus. Hallo Gegner. Das war nicht gewollt, mein Freund. Okay, anscheinend gibt es hier echt nichts mehr. Doch vielleicht hier. Ich glaube, hier war noch irgendwo was, oder? Wäre natürlich voll Premium, aber ist hier nicht. Ich möchte hier auf den Status gehen. Ich möchte immer noch fliehen. Nee, schade. Vielleicht wäre hier der Djinn gewesen, aber okay. Ey, da muss doch einer fehlen. Das kann nicht echt wahr sein, dass wir jetzt so lange keinen Mars-Djinn haben. Nach rechts. Doch nicht nach rechts. Toll. Zeitverschwendung. Mann. Da geht. What the fuck, wo kommen wir denn da lang? Ach so. Ja, okay. Ja, was geben tut sie echt nicht mehr anscheinend.
Schade. Dann sind, gehen wir mal auf dem Weg nach Kolima City. Ne, wir müssen ja gar nicht nach Kolima, wir müssen in den Wald von Kolima. Das heißt, wir müssen nochmal dieses Kackrätsel machen. Oh nee. Ja, wenn wir es wirklich machen müssen, dann. Ich krieg einen Rappel. Das möchte ich nämlich nicht machen. Das ist die andere Stadt. Und jetzt gehen wir nochmal schnell dahin. Und dann müssten wir, glaube ich, auch an dem Punkt sein, wo ich von dem man ich das Spiel nicht mehr kenne. Also, dann noch ein kleiner. Ich glaube, dann ist es noch ein Dungeon später und dann müsste ich, glaube ich, das Spiel nicht mehr kennen. Ach Mann, Mann, Mann. Der Wald von Kolima, ja. Hoffentlich kommen jetzt hier keine Monster. Ich wollte dich eigentlich nicht verschieben, aber okay. Ach, ich musste da hoch, kacke. Ah, ich will aber nicht hoch. Oh, nee, nee. Mann. Oh, ich bin gerade so gewillt zu speeden, aber nein, das mache ich nicht. Control yourself, Moritz. Ach, Mann, Mann, Mann. Puff. Ich kann mich noch erinnern, wie ich bei meinem ersten Playthrough, oh, bis zum Teil, wo ich aufgehört habe zu spielen, hier nicht weiter konnte, weil ich nicht wusste, dass man da durchgehen kann. Wieso kann ich von dieser Kackdrohne nicht abhauen? Hat mich mega frustriert, als ich herausgefunden habe, dass man hier durchgehen kann. Naja, nur so, am Rande. Bisschen off-topic kann man ja auch mal reden, obwohl es ja nicht wirklich off-topic ist, weil es indirekt ja noch was mit dem Spiel zu tun hat, also. Mann, ich hab total vergessen, wie wir dieses Rätsel hier mal machen. Mann, Mann, Mann. Aber ich hoffe wirklich, dass wir ganz schnell zu Tret kommen und auch wirklich ganz schnell den Wald abschließen können, weil der Wald ist nämlich doch ein bisschen nervig. Sind wir schon da? Nein. 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 Okay. Du weg. Nee, doch nicht du weg. Mann. Golden Sun. Schneller. Spiel. Jetzt werfen wir da lang. Ich bin ein Spiel, ich muss nerven. Mann, ey. Wow, das war überhaupt nicht unnötig lang. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich hau gleich den nächsten Gegner einfach mal auf den Kopf, weil ich ihn nicht mag. So, wie einer greift mich jetzt an. Brav. Ich muss das Rätsel echt nochmal machen. Oh, Mann. Ich will das aber nicht machen. Oh, du kannst da bleiben. Du kannst ja nur da. Ach, die liegen schon richtig. Oh. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Ja, also. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, das Wasser ist ein bisschen buggy, immer wenn es wieder kommt. Das kann ja nicht sein, dass es so nur ein Streifen ist. Aber naja. So. Ja, das Rätsel ist schon fertig. Natürlich. Warum? Auch nicht. Wie soll es auch anders sein? Natürlich ist es fertig, also. Direkt spielen. So. Mann. Und nur deswegen. Deswegen habe ich 2 Minuten meiner und eurer Lebenszeit verspendet. Ich meine, ich könnte natürlich auch alles speeden, aber. Nein. Das meine ich. Ich kontrolliere mich. Und warum habe ich da jetzt nochmal drauf gedrückt? Ja. Das regt mich auch gerade überhaupt nicht auf. Natürlich nicht. Ich wollte schon sagen, wenn es jetzt nicht hinhaut.
So, hi, ich mag dich nicht. Hi, Dredd, hier kriegst du was. Dann. Ja, kriegst ein Item. Da. Hermeswasser. Da. Ja. Hui. Hui. Ich fühle mich. Oh. Ich fühle, wie mich große Kraft durchdringt. Das Leben fließt wieder an mir. Dredd. Jetzt, da du dich wieder erholt hast, lebt auch der Wald wieder auf. Es tut mir leid, dass du wegen mir in Sorge warst, Aburandra. Und ihr junge Helden, wolltet ihr mich nicht um einen Gefallen bitten? Ja. Ja, Dredd, du musst die Bewohner von Kolyma wieder in Menschen verwandeln. Du wurdest nicht gefragt. Ja, das stimmt. Ich muss mich beeilen. Puff. Das sollte reichen. Kolyma wurde von dem Fluch befreit. Dredd besaß diese schreckliche Macht nicht immer. Ist mir egal. Es begann, als die Edelsteine vom Himmel fielen. Ist mir trotzdem egal. Edelsteine vom Himmel? Glaubst du, der meint die zierigen Steine? Ja. Befürchte ich, dass zierige Sterne all den Ärger verursacht haben. In der Tat war ich sehr zornig, weil die Menschen meinen Wald verwüsteten. Selbst ich fühlte die Schneiden ihrer Äxte. Dann fielen die 40 Edelsteine meine Zweige und Äste. Plötzlich hat mich mein Zorn überwältigt und ich verlor mich in meiner Wut. Die Steine fanden mich, als mein Herz vor Sorge erfüllt war. Unsere Taten sprachen für die Wünsche in unseren Herzen, aber wir wussten ja nicht, dass... Die Steine lenken meinen Zorn in Bahn, in denen ich ihn nicht mehr kontrollieren konnte. Wurden auch die Sprösslinge von den Steinen verwandelt, Dredd? Nein, nur die alten Bäume wurden dann von den Zierenergiesteinen beeinflusst. Es gibt noch andere, denen das widerfahren ist? Also kann das selber auf woanders geschehen sein. Auf eurem Weg hierher müsst ihr gegen viele Monster gekämpft haben. Vielleicht waren diese Monster auch nur Tiere, die durch. Als hatten sie ein reines Herz. Wir Steine haben das Böse auf die Welt gebracht. Ja. So ist es. Oh, Aburandra, auch dir wurde die Macht verliehen. Die ist anders als meine. Da stammt sie von der gleichen Quelle. Aburandra, was in aller Welt machst du da? Warte, du wirst es bald wissen. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Was hast du gesehen, Aburandra? Es ist wahr, selbst die Tiere sind zu Monstern geworden und jenseits des Flusses, der Fluss, der unseren Wald nährt. Ja, südöstlich des Flusses ist ein böser Wald auf der Erde gewachsen. Werdet ihr die Länder im Süden jenseits des Flusses besuchen? Ja. Dieses Gebiet wird im Laufe der Zeit noch gefährlicher werden. Wenn ihr gehen wollt, solltet ihr euch besser beeilen. Ja, und am Ende des Waldes habe ich nicht mehr gespielt. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ihr habt Kolyma den Wald um mich gerettet. Mögen eure Wurzeln die Tiefe durchdringen und eure Äste den Himmel umarmen. Ja, oh, die Mucke. Ah, schön. Oh. Die ist schon happy. Oh. Na, ich mag die andere Mucke mehr. Aber da wir eh noch nach Billibin zurück müssen. Ja. Erstmal hier kurz ins Innen gehen. Ja, tschüss. Können wir noch kurz Waffen kaufen, Waffen und Rüstung natürlich, und dann ab nach Billibin. So, Lederrüstung, nein, gibt's schon. Aber du wirst doch sicher irgendwas Besonderes haben, oder? Eine Breitaxt. Ist doch voll übertrieben, aber nein, brauchen wir nicht. Artefakte. Gaunerschwert, magischer Stab. Gesegnete Ank. Ank.
Ach, kriegst du. Ja, kriegt Ivan auch wieder ein bisschen was. Und den Schamanstab können wir übrigens nicht verkaufen. Ich will nicht Start drücken. Nein, ich will die... Den Schamanstab können wir doch gar nicht verkaufen, wa? Ja, den können wir nicht verkaufen, aber den Holzstab können wir wegwerfen. Den Schamanstab können wir nicht verkaufen, weil der noch wichtig ist. Leider. Der nimmt nämlich eigentlich nur Platz weg. Aber, mein Gott, warum nicht? Wenn es das Spiel, oh, davor gewinnen hat. Früher nannte man uns die Dreierbande, aber jetzt, wo sie nicht mehr da ist, sind wir nur noch die Zweierbande, das arme Mädchen. Was? Was? Ist hier reingefallen, Robert? Hm. Ach, das war der Baum, der hier wahrscheinlich stand. Oh. Wenn wir nur nicht versucht hätten, an diese Preiselbeeren zu kommen, dann wäre sie noch immer. Nie wieder werde ich auf die Schultern meiner Freunde klettern. Ja, meine Freunde, hört darauf. Nicht auf die Schultern von den Leuten klettern. Das ist nicht so gut. Ich mag Billy Bee nicht. Sieht so trostlos aus. Ach, du lebst ja wieder. Für einige Zeit war ich im Baum. Ist das nicht unglaublich? Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, was es heißt, an einem Ort verwurzelt zu sein. Aber es ist nicht sehr empfehlenswert. Ja, das ist klar, dass es nicht sehr empfehlenswert ist. Obwohl, doch, ich glaube, ich weiß, wann wir einen Mars-Gin kriegen. Oh, das ist... Oh, Sir. Wir haben überall nach euch gesucht. Der Fluch des heiligen Baumes. Denn diejenigen, die ihn gebrochen haben. Ihr steht unter Arrest. Nein! Gehen wir, Lord McCoy wartet. Was? 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 So ist das nun mal. Wir bringen die Krieger, my Lord. So, ihr seid ja die jämmerlichen, ich meine mutigen Kinder, die ich bereits getroffen habe. Wir waren doch gleich euren Namen. Erst Idag, Sir, ich bin Garrett. Immer nennt mich Ivan. Und ich bin mir aus Emil. Ah! Idag und Gefährten. Habe ich dein Angebot nicht abgelehnt, als es zuvor hier war? Ja, hast du. Ich habe dies wohl mit zu wenig Bedacht gesagt. Und doch seid ihr meinen Worten zum Trotz gegangen, den Fluch zu brechen? Ja. Habt meinen Dank. Ich war in Sorge, dass ihr auf dem Rückweg nicht vorbeikommen würdet. Ich wollte euch meine Wertschätzung für eure Hilfe wissen lassen. Ich verließ mich auf den Mammon und vergaß die Bedürfnisse meines Volkes. Ihr habt mich wieder zu meinen Pflichten geführt. Als Herr über diese Ländereien werde ich mein Bestes für das Allgemeinwohl geben. Ihr sagt, es wäre mir eine große Ehre, wenn du ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit annehmen würdest. Ich selbst konnte es dir überreichen, aber willst du es nicht selber wählen? Joa. Nun gut, vielleicht ist es, dass dir auf deiner Reise helfen wird. Ich werde Isaac und seinen Freunden den Weg zeigen, mein Lord. Mein Dank sei dir und deinen Gefährten gewiss. Besucht mich jederzeit. Ihr werdet hier immer herzlich willkommen sein. Ich frage mich, was ein Mammon ist. Folgt mir, ich bringe euch zur Schatzkammer. Jetzt mal ehrlich, was ist ein Mammon? Was ist ein Mammon? Lord McCoy hat befohlen, Idag und seine Freunde herzubringen. Zeig ihnen ihre Belohnung. Du darfst einen Gegenstand aus einer dieser vier Kisten nehmen. Es geht gerade nicht aus meinem Kopf aus, was ein Mammon ist. Aber Leute, ich denke, wir nehmen noch hier kurz den Kisten. Gehen dann aus Billy Bean raus. Und dann seht ihr eine kleine Erklärung, was ein Mammon ist. Und dann kommt der Endscreen. Da, Einzigkristall. Ihr seid im Palast von Lord McCoy stets willkommen. Das ist übrigens die Kiste mit dem besten Inhalt. Nur so. Das konnte ich mir noch merken. Ja, geht noch auf Billy Bean raus, dann kommt die Erklärung zu Mammon und dann sind wir auch fertig. Aber ich denke, was bist du denn für eine? Mein Palast ist noch nicht fertig. McCoy liebt diese heilige Birkenfrotze mehr, als er mich liebt. Das ist doch verständlich. Wenn man so auf materielle Dinge aus ist, dann sollte man echt... Ja, vom Dach springen. Ist halt so. So. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Leute. Ich verabschiede mich. Tschüssi.